Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Episode Part von Harvest Moon 64. Ja, das letzte Mal haben wir ja quasi über die neue Generation von Spielen geredet. Und ja, ich denke mal, jetzt haben wir mal ein bisschen Geld wieder gesammelt und ich wollte ja noch ein Schaf besorgen. Allerdings weiß ich nicht, ob man für das Schaf auch irgendwelches Futter braucht. Vielleicht können wir mit dem Futter, was wir quasi der Kuh geben, auch den Schaf geben. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke mal, wir werden jetzt mal schauen. Wir können auch mal vielleicht jetzt einen Huhn wieder kaufen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Mal sehen, was auf mich zukommt. Ja, werden wir erstmal jetzt hier uns was aufs Ohr hauen. Sonst können wir eh nichts machen. Ja, und den neuen Tag begrüßen. Und am nächsten Tag wird es wieder schönes Wetter geben. Wunderbar. Ey, das sind doch gute Nachrichten. Ah, Mann. So, es scheint nichts anzulegen. Gehen wir erstmal zur Kuh, zu unserer Milka. Hallo Milka. Ich wollte dir nur dein täglich Brot wieder geben. Ups, das war keine Absicht. Wir müssen natürlich auch noch Heu holen, glaube ich. Ich bin nicht ganz sicher, weil ich finde das nicht gerade gut, dass man hier nicht weiß, wie viel Heu man hat. Da gibt es hier irgendwo was, einen Zettel. Nein. Oh doch, 8 Stück. Was ist hier? Du bist doch eine brave Milka. Produzier doch mal Milch. So. Gehen wir mal kurz in die Stadt und holen noch mal ein bisschen. Von 8 bis... Moment. Tuesday ist zu, also... Na gut, die Namen eigentlich offen. Dann gehen wir erstmal kurz sammeln und danach gehen wir nach dem Sammeln, wenn noch Zeit ist, zum Laden. Na, heb doch mal auf! Nicht will, wie ich es will. Also, nichts will, wie ich es will. Mann! Ach! Ja! Über was können wir denn heute reden? Neue Generation haben wir jetzt das letzte Mal. Alte Generation, was ich dann theoretisch hatte. Ja, und achso, das ist eine Libelle. Ich dachte schon, das sieht so komisch aus. Kann man sie vielleicht nehmen oder sowas? Nee. Nicht jedes Tier ist hier auf dem Arm nehmbar anscheinend. Nee, ist doch egal. Muss auch nicht sein. Wie, bist du jetzt hier der Türsteher oder was? Noch ein älterer Herr. Ach so, ja. Tasche voll. Okay, wenn wir uns beeilen, vielleicht schaffen wir es noch, heute Futter zu holen. Ansonsten muss ich es noch den nächsten Tag verschieben. Jetzt schön rein die Sachen. Mit einem Affenzahn. Wenn's klappt. Doch, ich denke mal, das schaffen wir heute noch alles. So wie ich mir vorstelle. So, und jetzt ab zum Laden. Bis 5 Uhr haben sie noch offen am Abend. Die Zeiten, die nehmen wir uns noch. So. Wir brauchen davon was.
wir mal 50 Stück mit. Dann haben wir noch ein bisschen. Nein, ich will hier nichts nehmen. Dann will ich mal gucken, wie das mit dem Schaf ist. Vielleicht geht das ja auch so ganz alleine. Erstmal ausprobieren. Chicken, Sheep, Schaf. So. Und jetzt müssen wir auch noch dem Schaf einen Namen geben. Einen Namen, denke ich mal. Da muss wohl ein ganz spontaner Name raus. Ich hoffe, ich spreche nicht zu laut heute. So, ein Name muss her. Moment, Snack, Snackname. Aber ich habe doch schon eine Milka. Und das ist meine Kuh. Kleiner Spaß beim Rande wieder. Wir nennen das Schaf. Ja, wie können wir das Schaf nennen? Ist eine gute Frage. Aber jetzt sind wir gerade da dran. Wir nennen das Schaf mal. Einfach mal. Ich bin bei Namensgeben nicht immer der Beste. Gute Frage. Wir nennen das Schaf. Ah, ich hab was. Einfach mal Len. Wir nennen es hier einfach Len. Ich habe jetzt keine Ahnung, was ich sagen wollte. Heißt das Schaffer jetzt einfach Len? Es mäht ja so das Rodo die ganze Zeit. Also. Ich bin bei Namensgeben wohl bei solchen Sachen nicht gerade der Meister. Und von daher, hier haben wir das schöne Schäfchen. Mäh, ja. Und was fressen Schafe? Auch Heu? Kann ich dir Heu anbieten, ja? Geht das auch? Probieren wir mal aus. Ist jetzt erstmal nur die Probe. Wir haben immer noch nichts hier gemacht. Also, das ist doch kein Bauernhof. Das ist ein Schlachtfeld, kein Bauernhof. Oh, du bist da. Wunderbar. So, und wie ich sehe, ist die Zeit doch schon wieder um. Dann nutzen wir noch ein bisschen Zeit, damit wir hier noch ein bisschen säubern. So. Machen wir hier mal ein bisschen frei. Das kann man leider nicht kaputt so einfach machen. Zack. Und hier auch nochmal ein bisschen. Versuchen wir wenigstens mal ein bisschen Ordnung zu machen. Denn das ist ja, ich weiß nicht, das ist kein schöner Hof. Wie spät haben wir es denn jetzt? Okay. Aber wir sind so oder so am Ende des Let's Plays und daher, von daher machen wir hier noch ein bisschen hier Ordnung. Nehmen wir nochmal die Zeit. Können wir uns auf den nächsten Tag, auf den nächsten Let's Play setzen. Muss ja auch irgendwann gemacht werden und vielleicht möchte ich hier noch was anbauen, dann muss hier alles schön frei sein. Dann werde ich mal mich nochmal schlau machen, wie man die Steine und diese Stumpfe kaputt machen kann. Denn die müssen ja auch irgendwie weg und ich glaube, da gibt es auch irgendwo einen Weg. Muss es ja.
So, kaputt, kaputt. So. Machen wir noch die Reihe hier fertig. So. Ja, es ist schon einiges jetzt hier passiert. Ach Mensch. Den Stein, den behalte ich noch. Ich wollte hier etwas nehmen. Es ist schon einiges passiert. So. Ja. Gehen wir jetzt mal schon mal ins Haus rein. Zeit zum Verabschieden. Ja, ich bedanke mich mal wieder fürs Ansehen. Wenn euch das Spaß gemacht hat, in die Kommentare posten. Und in den nächsten Tagen werden wir uns mal ein bisschen an das Schaf ranwenden. Mal sehen, ob das kein Fehlkauf gewesen ist. Ich bin mal gespannt, was wir alles noch mit dem Schaf machen können. Vielleicht können wir es ja auch ein bisschen schoren. Vielleicht können wir Wolle verkaufen. Man weiß es nicht. Wir werden immer sehen. Also, ich sag bis zum nächsten Mal. Tschüsschen!